Ach so, warte, ich glaube, ich weiß wieder, wie es geht. Jetzt. Wo ist dieser Adelsfritz? Ja, ich will mich da ja. Nee. Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er, mausetot, der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer, verteilt sein Blut und seine Scheiße überall, hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht, hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige, die Söhne können für ihn leiden und die Tochter nach oben. Mhm. Okay, also nach oben. Oder kann ich da hinten auch noch hin? Ja, tatsächlich, nach unten kann ich auch noch. Die Reichen, ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen, wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Krätze. Und der Gestank. Vielleicht haben sie Hornhautkäse gefressen. Hier ist so ein bisschen Baumwolle. Die Geister längst vergangene Weihnacht. Ja. Und wo sind die der zukünftigen Weihnacht? Das brauche ich nicht. Was denn? Das mit dem Hornhautkäse ist doch nur mal lustig. Das wird so ein Running Gag hier. Für die, die an dem Tag in dem Stream dabei waren. Wobei ich die Geschichte auch immer wieder gerne vom Neuen mal erzählen kann. Habe ich kein Problem mit. Damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dummen Bauern? Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür an den Turm. Ey, komm. Du kannst es sicher noch sagen. Der Stream war geil. Ich glaube, wenn ich das nächste, also wahrscheinlich nächste Woche Donnerstag, dann nenne ich dann einfach die Folge, wenn wir dann wieder Herkules streamen. Nenne ich dann einfach Herkules und der Hornhautkäse. Ah, schön. Vor allem das Gute ist, man kann dich damit so gut ärgern. Ist hier draußen irgendwas? Ja, eine Kiste. Nehmen wir mal mit. Okay. Na. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Herkules, die Taten des Hornhautkäses. Komisch, dass es ja, noch ist. Ja, wie geil! Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wie geil! Wer ist da? So nenne ich den. Ist da wer? Wer bist du? Richtig gute Idee, Kaya. Richtig gut. Kann ich die ausrauben? Nein. Kann ich nicht. Schade. Schade mit E. Hier kann ich aber was mitnehmen.
Das nehmen wir auch einfach mal mit. Ja, manchmal hast du sogar ein paar gute Ideen, das stimmt. Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Nein. Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Hier ist ein Schalter. Hier ist auch ein Schalter. Aber nur manchmal, ja. Ah, natürlich eine geheime Tür. Ich hätte jetzt mal gedacht, dass da irgendwas hinter dem Bücherregal ist, aber okay, geht auch so. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Die haben bestimmt alle Hornhautkäse. Schau mir da in irgendwelche Tanks. Warum hast du mich verlassen? Ja, damit die Körper frisch bleiben. Mir ist so kalt. Wie bei der einen Folge von Walking Dead. Gerettet? Mit den Köpfen. Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Damit der Körper nicht austrocknet und verwest. Willst doch du mir wehtun? Hab keine Angst. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Ich bin jetzt bei Walking Dead übrigens bei Staffel 6, Folge 13. Aber also wieder unten weiter geguckt. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Ja, gab bei der Serie schon wieder Sachen, wo ich mich schon wieder aufgeregt habe. Beziehungsweise jetzt auch gerade wieder. Über die Dummheit manch einer der Charaktere. Nee. Nee. Einfach nur nein. Wobei es auch tatsächlich bei mir einer der wenigen Gänsehautmomente gab. In der Serie jetzt, in Staffel 6. Das gab's bisher selten. Rücksicht auf drauf. Ja, da sind halt viele Dinge einfach unlogisch. Ja, ich weiß, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Logik in Serien und Filmen und Spielen darf man gar nicht beachten, aber dennoch, das war ich hoffe einfach, dass ich jetzt keinen Spoiler, denke ich, aber ansonsten muss man mir das jetzt mal kurz schreiben. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, relativ noch am Anfang von der Staffel, wo die Armee von Beißern da eindringt. Ich hoffe, die vage Antwort kann dir irgendwie helfen. Und die dann alle zurückdrängen, gemeinsam. Und wo mein Lieblingscharakter zurückkommt. Mal wieder. Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn. Ja, ich kann es dir später nochmal genauer schreiben. Weil ich jetzt natürlich auch keinen spoilern möchte. Falls einer die Serie noch gucken möchte oder so. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Allein. Er, der mir die ewige Liebe versprach. Ach Gottchen. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Es geht immer um die Liebe. Immer. Sag mir, was hier passiert ist.
Die Bauern was für Schwächlinge. Sie wollten etwas Wobei, essen, nee, eigentlich richtig? Nicht. Da braucht man so viel Kraft für. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Ich ergötze mich auch an dem Elend von anderen. Etwas zu essen. Zu wenig es geht hier um die Liebe. Kaya, ich habe dir gesagt, du sollst den Schild nicht vollbrechen. Ich hörte meinen Vater schreien. Du musst das alles wieder sauber machen, ja? Still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was war denn das für ein Trank? Da würde ich jetzt einfach durch. Du mit einem durchwischen hast du das nicht getan. Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Was ist Katriona? Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Oder meinen sie Corona? Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Ich darf nicht. Nee. Ich machte ihm die Tür auf. Du musst richtig schön scheuern. Sie stürzen sich auf mich und... Du hast nämlich beim letzten Mal ein paar Brückchen übersehen. Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... Nichts. Also wirklich. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein. Perkel. Denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren ja, ja, das hätte ich jetzt auch gewagt. Wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht... Aber es ist doch schön, wenn man eindeutig zweideutig denkt, oder? Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum habe ich nicht genug gelitten? Du warst schön. Nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ja, ich höre nachts auch Stimmen. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Oh, Weiber. Im Tode ja noch schlimmer. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber... Er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wusste, dass er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, tot, indem du also ihn vergibst. Geister? Du könntest die Insel befreien. Die an Liebeskummer gestorben sind oder sonstiges, die sind bestimmt noch tausendmal schlimmer als die nochmal so lebenden Frauen. Ich meine, die suchen sich sogar im Todeheim. Wir machen das Leben auf dem Tod auch noch zur Hölle. Oh Gott, und stell dir mal vor, du triffst einfach eine Frau oder redest einfach mit der Frau, die der Geist deiner verstorbenen Angebeteten wird eifersüchtig und macht dann erstmal eine Szene als Geist. Das stell ich mir lustig vor. Nachricht glaube, von Sam 2.0. Die Augen nur der anderen in Geister hier sind nicht annähernd so stark wie zickig. Mein Medaillon pulsiert, seit das ich mit dir romantisch. Rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber... Das ist eine Fantasie. Oh Gott, das willst du gar nicht wissen, was ich alles so für du Fantasien habe. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Vor allem sehr viel mit Hornhautkäse. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin?
oder Hornhautwein. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung mit Schweißperlen sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben, aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll vergraben. Das soll unser Abschied sein. Nein, gar nicht. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Ist doch voll normal. Gut, ich rede mit Graf. Schlimm ist es, wenn man keinen hat. Ich ihn? Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Er sagte, er würde mich immer lieben. Geh zu ihm. Beeil dich bitte. Mhm. Okay, habe ich einen. Oh ja, du weißt da nur nichts von. Ist hier oben noch was? Ja, nein, vielleicht. Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Ja, ne? Warum nicht? Oh, Geralt, tu mir doch sowas nicht an. Na, spätestens beim nächsten Herkules-Stream. So, runter, runter, runter. Immer schön die Treppe runter. Und dann zu den Ratten. Was ist hier der Ausgang? Nee, hier geht's in den Keller. Nicht schon unten? Nee. Nee, ich muss ja doch durch. Jetzt bin ich hier unten. Okay. Das weißt du doch gar nicht. Der ist bestimmt schon da. Kann ich Schnellreise machen? Nee, kann ich nicht, weil ich den Ort noch nicht entdeckt habe. Schade. Der ist nicht da. Na doch. 100 Pro. Dafür habe ich höchstpersönlich gesorgt. So. Sehr schön. Ein toter Meer. Da hinten ist unser Boot. Ja, Schnellreise. Ist denn das geschafft? Ich verrate dir doch nicht meine Geheimnisse. Verrate doch nicht meine Tricks. Das ist doch ein Geheimnis. Das
mich rein! Ich hab gesagt, ich will niemanden sehen. Aber du musst... Lass mich in Ruhe! So. Eleganter Sprung. Ich will reden. Bist du Taubmann? Ich hab dir... Wer bist du? Ich bin ein Hexer. Na und? Was geht mich das an? Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Ich will mit dir über Annabelle reden. Annabelle? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabelle ist tot, hat Gift getrunken. Und ich... Ich konnte sie nicht retten. Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Natürlich. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten. Das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein. Mit Hornhautkäse? Ich hoffte, dass Annabelle und ich... Also der Fisch. Aber dann brach das Chaos aus. Oder wie von Edna, bricht aus mit Fußnägeln. Annabelle. Fisch mit Fußnägeln übergeraspelt. Fußnagelfisch. Der Magier muss Fisch paniert den Fußnägeln. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben ja, ich wollte weiß. Und hab alle verflucht. Ja, die sind aber ganz toll. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Meinst du, die Fußnägel bei Edna bricht aus? Oder meine Idee mit dem panierten Fisch mit Fußnägeln? Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Nein, sie ist tot. Hast du mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst... Das ist auch ein schöner Tod. Die ganze Zeit am Leben... Also, man merkt doch, wieso die Ratten an einem nagen und das Fleisch rausreißen. Sie war kalt und wie eine Leiche. Ich hab sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen. Das ist ja genauso wie bei den Zombies. Da wird erstmal alles bis ins kleinste Detail rausgenagt. Und am besten nagen sich die Ratten von unten nach oben durch, sodass du die ganze Zeit noch am Leben bist, bis sie dir auch das letzte Stückchen Leben rausbeißen. Schön detailliert, wie er es sagt, ja. Oh, das wäre nur geil, wenn es doch detaillierter wäre. Gott, ich bin krank, oder? Ich hab einen Sockenschuss. Annabelle braucht dich. Ihre Seele wird nur Frieden finden, wenn du ihr hilfst. Aber was kann ich denn tun? Es ist zu spät. Begrabe ihre Gebeine. Annabelle sollte von ihrer großen Liebe zur Ruhe gebettet werden. Nur so kann der Fluch gebrochen werden. Das sind ihre Gebeine? Ja. Gib sie mir. Und lass mich allein. Okay. Huch. Okay, wir haben also den Fluch gebrochen. Der Wind heult. Annabelle war kein gewöhnlicher Geist. Sie ist eine Pesta. Und jetzt ist sie frei. Oh. Verdammung.
Das war nicht mit Absicht, das war ein Versehen. Hoppla. Geralt, könntest du bitte einfach... Danke. Hoppla, ja. Denke ich mir auch gerade. Hoppala. Es war nicht ganz meine Intention von dem, was ich da eigentlich tun wollte. Warte, kann ich nicht einfach auch... Na gut, nee, wir schippern zurück. Ich kann nicht singen. Ich bin unendlich unmusikalisch. Gott, bin ich froh, dass die meisten im Block gerade sind. Zumindest hoffe ich das. Du musst das hier keiner ertragen. Lernen die Melodie. Nur, ich kann doch nicht mehr. Nee. In meinem Kopf finde ich, dass ich die Melodie ganz gut hinkriege, aber in echt glaube ich, nein. Wir hören den Kopf nicht. Nicht? Schade. Dabei war ich mir so sicher. Geralt, könntest du ein bisschen schneller segeln? Geralt? Geralt? Hallöle! Plötze, was steht? Kommen wir da nicht hoch, oder was? Plötze! Plötze, mein Freund! Müssen das immer Spinnen sein? Können wir nicht den Schmetterlingen folgen? Ruhig, meine Plötze, ruhig. Ja, ist ja gut, Plötze. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Oh. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabelle, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen? Naja. Der Fluch ist aufgehoben. Die Insel ist wieder frei. Annabels Seele auch. Aber sie war leider eine Pesta. Graham ist tot. Und du hast es nicht bemerkt? Du wirst alt. Wie auch immer, die ja, ich bin etwas ist vom Fluch unkonzentriert. Befreit. Das zählt. Mit Hornhautkäse. Gute Arbeit zu sagen. Beziehungsweise nein, zu der Zeit war es ja der Hirsch paniert mit Fußnägeln. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabelle sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Catriona erwähnt. Wusstest du das? Corona? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen. Ob aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Überbacken mit Hornhautkäse. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Oh. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Oh. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Ja, das schmeckt schon ein bisschen. Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Käse. Schimmelbacon. Mit frischer Haut und Pelz. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Kaira, du gehst mir so ein bisschen auf den Zwirn, ne? Weißt du das? Charakter, so. Oh, da brauchen wir noch zwei Zusatzpunkte. Das packen wir mal da oben hin. Ich weiß, muss man nicht sein, das für sie so zwischen den Zähnen. Schade. Ich bin da jetzt schon so drauf gefreut. Achso, Alchemie. Tränke. Höchstzeichenintensität. Ja, das machen wir doch einmal. Und Öle. Vampiröl. Hier, machen wir das doch auch nochmal. Sehr schön. Kannst du es dir gerne mit Pelz können? Nee. Nee, wenn, dann musst du mitessen. So, wo müssen wir jetzt hin? Beziehungsweise... Okay, das ist da hinten. Und wenn wir erstmal eine Hauptquest weitermachen. In die Mumien im Buckelsumpf. Wir machen erstmal das mit dem Weidler. Ist der auch hier in der Nähe? Huch. Heya! Jetzt denke ich, verzichte. Dir bleibt gar nichts anderes übrig. Hier sind Pippi und Tina. Amadeus, Sabrina. Tut es, ich verzichte. Nein. Nein, tust du nicht. Dir wird's noch leid tun, dass deine Mama dich rausgepresst hat. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Warum kämpfe ich auf dem Pferd mit einer ganz anderen Taste? So.
Sehr schön. Nicht für sie und Tina. Was denn, warum denn nicht? Komm schon, Plätze. Das ist doch Kult. Kult. Wieso? Von Baby und Tina gibt es doch fast jährlich einen neuen Film gefühlt. Das ist doch schon Kult. Gibt es seit Jahren, würde es auch noch in Jahren wiedergeben. Weiterhin geben. Das wird es immer geben. Nein, tatsächlich schaue ich mir das nicht an. Ich habe weder Baby und Tina gehört früher, noch habe ich es gesehen. Ich weiß nur, dass es das gibt. Und ich kenne die Melodie von meinem Freund. Sonst würde ich diese Titelmelodie gar nicht kennen. Aber mein Freund singt das öfters mal. Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Verpisst euch. Sofort. Haha, und ich dachte schon, heute gäb's keine Toten. Oh, da gibt es Toten. Magier zahlen gut für Teile von seltenen Kreaturen. Was aber wir wohl für seine Augen kriegen. Und davon, dass er irgendwie wegziehen. Ja. Aber, der singt es ab und an mal. Er feiert das sogar ganz gut. Und das ohne Alkohol übrigens. Er singt das auch nüchtern. Betrunken wie nüchtern. Oh, schon wieder die Beine abgeschnitten. Mal sehen, was das für einer ist, der Edriks Freunde so aufgebracht hat. Ich bin überlastet. Ich habe es geschafft, ich bin tatsächlich überlastet. Achso, mal klopfen. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen? Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht... Hat er da Hühnerbeine an seinem... Um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Oberkörper? Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie?
Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Die Haare gehen wieder. Ja, aber da geht's ja noch. Das ist ja nur der Wind. Das ist ja nur der Wind, der dadurch weht. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? In Teil 2 gab's das auch nicht mit den Haaren. Weideler weiß es nicht. Das war es nur im ersten Aber Teil. Die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Das ist selber lustig. Ja, das stimmt. Welche Prinzessin? Oh, die muss pinkeln. Prinzessin, meine Ziege, sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Ziege einfange. Ein Weidler ja, gleich nach dem Gespräch. Ist wie ein stummer Prophet. Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Warum müssen wir eigentlich immer die Drecksarbeit machen? Eine Weile. Soll doch selber seine Ziege holen. Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Böse Erdbeeren. Ja, das hatten wir schon mit den Questgegenständen. Das ist so ein Fassierungsgemäß. Ja, aber ey, guck mal bei Witcher, wie oft das da jetzt irgendwelche Hühner, Ziegen, Schafe. Was hatten wir da noch? Ich weiß es nicht mehr, was wir da alles hatten. So, aber ich gehe jetzt einmal ganz kurz. Wohin? Ja, ich lasse die Kamera einfach kurz an. Ich habe jetzt keinen Bock, aus dem Spiel rauszutappen. Ja, also bis gleich.